Guten Abend und herzlich willkommen zur Zeit im Bild. Das Wasser ist weg, die Sorgen sind geblieben. Die vielen Folgen der Unwetterkatastrophe werden die Menschen noch lange beschäftigen. Von verschmutztem Trinkwasser bis zu horrenden Kosten. Die Brände in Hawaii haben noch deutlich mehr Opfer gefordert als bisher bekannt. 55 Tote sind bestätigt, 1700 Gebäude zerstört. Und mit voller Absicht soll ein junges Pärchen eine Wirtin in Linz niedergefahren haben. Nach dem Duo wird jetzt europaweit gefahndet. Das Wetter morgen wird zumeist sonnig und heiß. Heute vor einer Woche hat die Hochwasserkatastrophe im Süden Österreichs ihren Lauf genommen. Ein Mann ist im Fluss ertrunken, der Sachschaden geht in die Millionen. Die Aufräum- und Reparaturarbeiten sind erst am Anfang. Viele Betroffene werden wohl noch Monate oder vielleicht Jahre damit zu tun haben, alles herzurichten oder zu ersetzen. Und die Sorgen lasten schwer auf den Menschen. Das Wasser ist weg, die Verzweiflung bleibt. In Unterbergen in Kärnten befreien Helfer ganze Autos und Häuser aus den Schlamm- und Geröllmassen. Für Betroffene ist die Situation enorm belastend. Das ist nervig am Ende und deswegen appelliere ich an alle, die zuständig sein oder sein sollten, bitte da zu helfen. Dieses Grundstück im Lavanttal war früher Bauland. Heute steht es in einer Hochwassergefahrenzone. In solchen Fällen zahlt die Versicherung nicht. Eigentümer bleiben auf den Kosten sitzen. Die Landesregierung hat zusätzliche Mittel beschlossen. Peter Kaiser fordert einmal mehr, den Katastrophenfonds aufzustocken. Ich adressiere das auch in Richtung Bundesregierung. Ich bin überzeugt, dass die Argumente, die dahinter stehen, auch diesbezüglich zu einer entsprechenden Vorgehensweise führen werden. Auch die Steiermark kämpft mit den Folgen des Hochwassers. Eine verunreinigte Trinkwasserquelle wurde gesperrt. Manche Hausbrunnen können nicht benutzt werden. Im Bezirk Leibnitz kämpft die Feuerwehr mit dem hohen Grundwasserspiegel. Nachdem die Mur noch viel Wasser hat und auch die Sulm viel Wasser hat, geht der Grundwasserspiegel nicht zurück. Und dann wird das Problem, dass wir diese Keller nicht abpumpen können. Aus Sorge, dass die unterspülten Bäume auf der Liegewiese umstürzen, ist in Leibnitz für heuer Badeschluss. Und in der ZIP 2 ist dazu heute Thomas Glade vom Institut für Geografie und Regionalforschung der Universität Wien um 22 Uhr bei Martin Thür in ORF 2. In den Hochwasserregionen bleiben nun auch die Gäste aus. Die betroffenen Regionen verzeichnen einige Absagen. Einige Gäste wollen eben nicht ins Katastrophengebiet. Das ist die Schattenseite. Sonst aber sieht der Fremdenverkehrssektor gerade sehr viel Licht. Die Zahl der Nächtigungen ist mit 12 Millionen im Juni wieder auf dem Vor-Corona-Niveau. Gute Geschäfte also. Was im Winter der Schnee ist, ist im Sommer die Sonne. Das Wetter hat oft großen Einfluss, ob gebucht wird oder nicht. Die heftigen Fluten in Teilen Kärntens und der Steiermark hatten Folgen in der Region. Es gibt natürlich Unsicherheiten. Es hat auch Buchungsanfragen Stopp gegeben. Aber ganz unabhängig vom Wetter, auch die Teuerung hinterlässt Spuren im Verhalten der Gäste. Es wird noch kurzfristiger gebucht und viele sind sparsamer, auch weil die Preise in Hotels und Gasthäusern teils kräftig gestiegen sind. Grundsätzlich ist die Branche aber zufrieden. Viele internationale Gäste sind zurück, davon profitiert auch die Gastronomie. In den Städten und in den Tourismusregionen, dort ist natürlich der internationale Gast ein sehr, sehr wichtiger Gast für uns und da natürlich der Hauptgast, der deutsche Gast. Aber auch zahlungskräftige Urlauber aus den Emiraten sind wieder da. Allein im Juni gibt es bei diesen Gästen ein Nächtigungsplus von 140% im Jahresvergleich. Auch für chinesische Reisegruppen gibt es jetzt keine Reisebeschränkungen mehr. Für den heimischen Tourismus Freude und Herausforderung zugleich. Stichwort Touristenchaos in Hallstatt. Diesen Tourismus, diesen Massenandrang in einem kleinen Ort, das muss man wirklich auch gezielt lenken. Und da gibt es ja andere Tourismus-Hotspots, die ebenfalls diese Probleme haben, nicht mit Chinesen, sondern mit anderen Gästen. Viele Orte würden bereits Konzepte erarbeiten, um Touristenströme zu lenken. Zum Reisenden wird dieser Tage auch der neue SPÖ-Chef Andreas Babler. Er will alle Bezirke Österreichs besuchen, es sind einige, nämlich 94. Das Motto der SPÖ-Tour ist zurück zur Gerechtigkeit. Heute war Auftakt in Kärnten, wo Babler auf eine Grundsicherung für Kinder drängt. Heute Vormittag startet die SPÖ ihre sogenannte Comeback-Tour. Bürgermeister, servus. Im Kärntner Ferlach trifft Babler Bürgermeister. Thema sind die jüngsten Naturkatastrophen. Die erste Mauer, wo nachher die Bundesstraßen gesperrt war. Wie der Kärntner Landeshauptmann fordert auch der SPÖ-Chef eine Aufstockung des Katastrophenfonds.
Am Nachmittag ist Babler in Trobolach am Farkassee unterwegs. Bei seiner Tour will er alle Bezirke Österreichs besuchen. Ein Thema, auf das er dabei setzen will, ist der Kampf gegen Kinderarmut. Jedes Kind hat das Recht, aus Armut herauszukommen. Jedes Kind hat das Recht auf beste Bildung. Da geht es nicht nur immer um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und vielen anderen, die Maßnahmen daraus sind. Aber wir haben einen ganz anderen ideologischen Ansatz, nämlich aus der Kinderrechte-Sicht heraus, jedem Kind gleiche Rechte und gleiche Chancen angedeihen zu lassen. Ein Dorn im Auge ist dem SPÖ-Chef auch, dass die Gewinne der Banken sprudeln und die Kreditzinsen steigen, während Sparzinsen nur kaum ansteigen. Das versteht kein Einzelner von unseren Jungen bis zu den kleinen Betrieben und vielen anderen, dass diese Zinsschere auseinandergeht und dass eigentlich hier nicht gleichermaßen agiert wird. Keinen Konflikt sieht Babler mit Hans-Peter Doskozil. Dieser werde aus terminlichen Gründen beim ersten Tourtermin im Burgenland nicht dabei sein. Es gebe den Versuch, etwas herbeizureden, und das weise er zurück, sagt Babler. Ja, und abseits der Werbetour schießt sich die SPÖ, wie wir eben gehört haben, auf die Banken ein. Die Roten geißeln die Institute als Krisenprofiteure und fordern, ähnlich wie die Freiheitlichen, einen staatlichen Eingriff. Denn die Kreditzinsen sind hoch, die Sparzinsen aber auffällig niedrig. Und dieser Unterschied spült Geld in die Kassen der Banken. Die SPÖ fordert eine Übergewinnsteuer, Fachleute sehen das aber skeptisch. Die Banken an die Kandare nehmen, will die SPÖ. So sollten etwa Kreditzinsen für den Kauf der ersten Wohnung oder des ersten Hauses mit 3% begrenzt werden. Aktuell versuche die Europäische Zentralbank, Aktivitäten am Immobilienmarkt mit Zinsanhebungen einzuschränken. Zinsobergrenzen würden diese Versuche aushebeln, sagt der Bankenexperte. Wenn man jetzt da Zinsdeckel einzieht, dann wird diese Politik konterkariert. Und es ist wieder mehr Nachfrage im Markt, die dann zu einer weiteren Steigerung der Immobilienpreise führen kann. Auch eine Bankensondersteuer sieht Uhl skeptisch. Neue Steuern würden Investoren verunsichern und es für Banken schwerer machen, prallere Sicherheitspolster für Krisen aufzubauen. Sinnvoller wäre es, den Kauf einer Immobilie zu fördern, auch wenn das Budget belasten würde. Nun, es könnte zusätzliche Zuschüsse geben, es könnten die Zinssätze für Wohnbaudarlehen verringert werden, sowohl im Eigenheimbau als auch im Genossenschaftsbau. Hier, so der Experte, könnten sehr gut verdienende Haushalte auch von Hilfen ausgeschlossen werden. Das Ausmaß der Katastrophe auf Hawaii wird jetzt mehr und mehr sichtbar. Die Waldbrände hatten unglaublich zerstörerische Wucht. Die Straßen sind gesäumt mit verkohlten Fahrzeugen. In den Trümmern der Häuser finden die Einsatzkräfte mehr und mehr Opfer. 55 Tote werden bisher gezählt. Fast ausgelöscht haben die Flammen den Küstenort Lahaina, ein Urlaubsparadies im Nordwesten der Insel Maui, gelegen. Jährlich hat es viele Menschen hierher gezogen. Jetzt ist nicht mehr viel übrig vom einstmalig malerischen Ort. Viele der Holzhäuser sind bis auf die Grundfesten niedergebrannt. Insgesamt sind mehr als 1700 Gebäude durch die Flammen vernichtet worden. Von Lahaina bleiben nur noch Schutt und Asche. Die Bewohner der Stadt stehen vor den Trümmern ihrer Existenz. Die Flammen haben alles zerstört. Everything gone. Feuerwehrleute löschen die letzten Glutherde. Gegen das Inferno, das 80% der Stadt verwüstet hat, konnten sie nichts ausrichten. Ich habe Waldbrände in Kalifornien bekämpft. Ich habe noch nie ein Feuer gesehen, das so schnell so viel Schaden angerichtet hat. So fast. Diese Aufnahmen zeigen, wie die ganze Stadt in Brand gestanden ist. Viele wurden von den Flammen überrascht und eingeschlossen. Wie diese siebenköpfige Familie, der kein anderer Ausweg geblieben ist als der Sprung in den Ozean. Wir haben uns an einer Holzplatte festgehalten. Rund um uns hat es gebrannt, es gab Explosionen, Funken sind herumgeflogen. Wir konnten nicht atmen. Sie haben überlebt, viele andere nicht. 55 Tote wurden bisher bestätigt. Doch die Zahl der Todesopfer werde noch steigen, sagt der Gouverneur Hawaiis. Es wird auch Kritik an den Behörden laut. Die Alarmkette habe nicht richtig funktioniert, meinen manche. Wegen des starken Winds des Hurrikans ist alles sehr schnell passiert. Da war wohl nicht genügend Zeit für Evakuierungen. Erst als die Flammen schon da waren, ist jemand zu uns gekommen. Wir waren auf uns alleine gestellt. Klar ist, es ist die größte Naturkatastrophe in der Geschichte Hawaiis.
Und die Folgen sind dementsprechend verheerend. Und da werden natürlich Fragen gestellt, ob alles richtig abgelaufen ist in Capi, in den USA. Wir haben gehört gerade, Überlebende machen den Behörden Vorwürfe, sie seien nicht rechtzeitig gewarnt worden. Gibt es da tatsächlich Hinweise darauf? Ja, klar ist mittlerweile, dass die Warnsirenen nicht losgegangen sind. Hinzu kommt, und das muss man vielleicht kurz erklären, wir bekommen hier in den USA im Fall von Bränden, Hurricanes, Tornados, Überflutungen etc. lokal Warnnachrichten direkt aufs Handy. Die werden mit einem ganz unangenehmen Alarmton unterlegt und sind eigentlich wirklich nicht zu überhören. Die Menschen auf Hawaii sagen, dass sie diese Nachrichten zum Teil gar nicht oder erst sehr verspätet erhalten haben. Die Behörden führen das darauf zurück, dass sich das Feuer so rasant mitten in der Nacht ausgebreitet hat, dass Strommasten umgeknickt sind und zum Teil recht schnell das Telefon- und Internetnetz zusammengebrochen ist. Also gut möglich, dass viele Menschen diese wahren Nachrichten wirklich nie erhalten haben. Jetzt ist oder war zumindest bisher Hawaii kein typisches Gebiet für Waldbrände. Warum sind die heuer ausgebrochen und waren dann so katastrophal? Ja, Waldbrände waren einst auf Hawaii eher untypisch, eher zurückzuführen auf Vulkanausbrüche und Blitzeinschläge. Das hat sich in den vergangenen Jahrzehnten aber durchaus verändert. Mittlerweile verbrennen 5-mal so viel Fläche wie noch vor 100 Jahren. Das ist zum Teil auf die Trockenheit zurückzuführen, die der Gouverneur von Hawaii wiederum mit dem Klimawandel in Verbindung bringt. Aber die Trockenheit, die Dürre ist nur ein Teil der Erklärung. Hinzu kommt, dass sich eben die Probleme offenbart haben in der Alarmkette und dass sich dieser Brand so rasant ausgebreitet hat. Es war ein kleiner, unkontrollierter Brand, der durch die Windböen des vorbeiziehenden Hurrikans sich so rasch ausgebreitet hat. Also wirklich eine Fügung sehr unglücklicher Umstände. Danke, Imper P., für diese Informationen aus den USA. In Großbritannien wird das marode Gesundheitssystem immer noch weiter zum politischen Streit fallen. Das NHS ist kaputt gespart, die Wartelisten sind endlos lang, selbst Krebspatientinnen kommen oft nicht gleich dran. Die Angestellten fordern mehr Geld und ab heute streiken deswegen auch die Turnus- und Assistenzärztinnen. Zehntausende Behandlungen müssen schon wieder verschoben werden, wie Jörg Winter aus London berichten muss. Eine gefährliche Routine, sie kann Leben kosten, doch das wird offenbar in Kauf genommen, von allen Seiten. 5-mal haben die Jungmediziner und Medizinerinnen heuer bereits die Arbeit niedergelegt, ihre älteren Kollegen folgen demnächst. Ein System in der Krise, allein seit Jahresbeginn mussten mehr als 800.000 Operationen und Behandlungen abgesagt werden. Diese wiederholten Streiks beeinträchtigen und gefährden das ganze System, sagt Julian Redhead, der oberste Notfallmediziner des Landes. Neue Zahlen verstören. Knapp 40.000 Krebspatienten und Patientinnen mussten in den vergangenen Monaten länger als in den nationalen Richtlinien vorgegeben auf ihre Behandlung warten, mit allen Konsequenzen. Auch die Wartelisten bei Routine-OPs und Untersuchungen werden immer länger. Von einem drohenden Zusammenbruch der öffentlichen Zahnmedizin bis hin zu teils chaotischen Zuständen in den Ambulanzen. Schnelle Lösungen zur Rettung des britischen Gesundheitssystems gibt es nicht. Dass die Gesprächsbasis zwischen Regierung und Gesundheitspersonal weitgehend zerstört erscheint, macht dringend notwendige Reformen nur noch schwieriger. Versprochene Lohnerhöhungen sind der Ärzteschaft zu gering. Über mehr Geld will der Premierminister zumindest heuer aber nicht mehr reden. Ein politisches Patt. Fest steht, für Rishi Sunak ist die Krise im NHS zur wohl größten Hürde seiner Wiederwahl geworden, die aus heutiger Sicht immer unwahrscheinlicher erscheint. Zurück nach Österreich. Da soll ein junges Pärchen in Linz eine Frau mit dem Auto überholt haben, mutmaßlich mit voller Absicht. Die 16-Jährige und ein 17-Jähriger hatten in einem Sushi-Lokal gegessen und die Rechnung in Höhe von 50 Euro nicht bezahlt. Die Wirtin war ihnen deshalb zum Auto nachgelaufen. Nun wird europaweit nach dem Pärchen gefahndet. Wegen einer geprellten Zeche von 50 Euro haben zwei Jugendliche aus der Steiermark in Linz die Wirtin eines Sushi-Lokals überfahren. Die 41-Jährige war dem Pärchen zusammen mit einem Mitarbeiter zu dessen Auto nachgelaufen. Eine Überwachungskamera in einem angrenzenden Geschäft hat die brutale Tat aufgezeichnet. Ich habe es mir nicht so vorgestellt, dass er über sie draufgefahren ist, dass das Auto gesprungen ist und dann weitergefahren ist und ganz schnell dann rechts abgebogen ist, obwohl es überhaupt eigentlich verboten ist, dass man rechts abbiegt, damit keiner sein Kennzeichen sieht. Das hat mich schockiert. Auch bei der Familie sitzt der Schock noch tief, obwohl die Wirtin mittlerweile außer Lebensgefahr ist. Der Mitarbeiter hat die Tür von dem Beisitzer festgehalten und meine Mutter wollte zum Fahrersitz, war vor dem Auto und die Fahrerin ist einfach drüber gefahren.
Die Polizei hat die Jugendlichen aufgrund des steirischen Nummernschilds rasch ausgeforscht. Die Staatsanwaltschaft Graz ermittelt wegen versuchten Mordes. Und zwar sowohl gegen das 16-jährige Mädchen, das hinter dem Steuer saß, als auch gegen dessen 17-jährigen Freund. Die Jugendlichen sind untergetaucht, nach ihnen wird gefahndet. Und gleich sehen Sie noch, wie ein Räuber in Graz an einer geschlossenen Kasse verzweifelt ist, nach den Meldungen. Ein Vorschlag der ÖVP, von dem zuerst Puls 24 berichtet hat, sieht Haftstrafen von bis zu 3 Monaten für Klimaaktivisten vor, die bei ihren Aktionen die Durchfahrt von Einsatzfahrzeugen behindern. Die Grünen zeigen sich nicht erfreut über den Vorstoß. Sie wünschen sich vom Koalitionspartner mehr Einsatz beim Klimaschutz. Der ukrainische Präsident Zelensky entlässt alle Regionalchefs der Wehrersatzämter wegen Korruptionsverdachts. Wehrpflichtige Männer hätten Schmiergeld gezahlt, um nicht eingezogen zu werden. Es gäbe mehr als 100 Strafverfahren. Die niederländische Polizei hat im Hafen von Rotterdam mehr als 8 Tonnen Kokain beschlagnahmt. Es ist der größte Drogenfund in der Geschichte der Niederlande. Das Kokain war in einem Bananencontainer aus Ecuador versteckt. Die britischen Behörden haben das umstrittene Schiff, das als Flüchtlingsunterkunft adaptiert wurde, wegen Legionellen räumen müssen, Bakterien, welche eine Lungeninfektion auslösen. Bis zu 500 Menschen sollten auf dem Schiff untergebracht werden, um die Kosten für Flüchtlingsquartiere zu senken. Bei den Salzburger Festspielen steht die letzte szenische Opernproduktion vor der Premiere, die griechische Passion von Boguslav Martinu. Eine Oper von großer Aktualität. Es geht um den Umgang der Menschen mit Flüchtlingen und die Frage der Nächstenliebe. Es spielen die Wiener Philharmoniker. Wer seid ihr und was macht ihr hier? Die vertriebenen Menschen haben sich sicherlich einen anderen Empfang erhofft. Land und Unterschlupf wünschen sich die erschöpften Menschen allerdings vergeblich. Im Dorf bereitet man sich zwar gerade auf ein Passionsspiel vor, die tatsächliche Nächstenliebe reicht allerdings in Boguslav Martinus Oper nicht allzu weit. Es ist ein Schrei für Nächstenliebe, für Toleranz und Großzügigkeit. Grundlage der Oper ist der wiedergekreuzigte Christus von Alexis Sorbas Autor Nikos Kazantzakis. Manolios, der Christusdarsteller im Passionsspiel, bezahlt seine Hilfsbereitschaft mit dem Tod und die Flüchtlinge ziehen weiter. Und wir kommen jetzt noch zu einer Geschichte des Scheiterns, die sich in der Steiermark zugetragen hat. Ein Mann wollte da eine Trafik in Graz Maria Torst überfallen, allerdings nach Ladenschluss. Und da war der Kassasturz bereits gemacht. Da wird auch nichts mehr ausgezahlt, nicht mal an Räuber, wie der feststellen musste und ohne Beute wieder abgezogen ist. Tarnung, Waffe, die Forderung nach Geld. Kurz ein Überfall. Jener Mann, der gestern diese Tankstelle in Kemmeten im Burgenland überfallen haben soll, schlägt doch schon am Mittwoch in einer Trafik in Graz zu. Was nach versteckter Kamera aussieht, ist echt. Chef, das ist ein Überfall. Der Chef nimmt die Sache offensichtlich locker. Nein, das ist sexy. Schau, sexy ist los, das ist der Registrierkasten. Vielleicht müssen wir eine Stunde früher kommen. Das ist leider so. Der Mann geht ohne Beute, kommt nach wenigen Sekunden aber wieder zurück. Beim Schauen bleibt es, der Räuber flieht zu Fuß und ohne Beute. Die beiden Opfer bleiben unverletzt. Nächster Tag, selbe Kappe, anderer Ort, wieder ein Überfall. Das Ziel diesmal, diese Tankstelle in Kemmeten. Leider ohne Video und ohne Ton, nur diese 2 Fotos einer Überwachungskamera. Diesmal erbeutet der Mann Geld, kann wieder fliehen. Die Polizei fahndet nach wie vor und bittet um Hinweise. Alles echt, keine versteckte Kamera. Ja, vor der Kamera steht jedenfalls gern Markus Watzak. Den Wunsch können wir ihm auch gleich erfüllen. Und er meldet sich dann gleich mit dem Wetterbericht fürs Wochenende. Wir wünschen Ihnen noch einen angenehmen Abend. Auf Wiedersehen.